Hi Leute und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Abaddons Welt. Weiter geht's mit meiner 30 Tage MTG Challenge und heute an Tag 19 geht es um mein Lieblingsset. Das habe ich ja gestern schon angekündigt. Mein Lieblingsset ist Return to Ravnica und daraus eine Karte, die ich sehr gerne mag, wobei ich eigentlich fast alles aus dem Set gerne mag. Also ich meine, was kann man daran nicht mögen? Ja, das war wirklich ein tolles Set und der ganze Ravnica-Block sowieso sehr coole Charaktere, coole Karten und ja, alles in allem einfach ein sehr cooler und schöner Block. Und ich habe jetzt aber mal hier, da ich ja in meiner Challenge immer eine Karte präsentiere und nicht nur halt irgendwie ein Set einfach so, wo ich gar nicht alle Karten von habe, deswegen habe ich jetzt mal hier eine Karte ausgesucht, die diesen Block für mich irgendwie zu einem gewissen Grad repräsentiert. Und das ist für mich der Lolet-Troll, auch liebevoll Loll-Troll genannt. Und der Loll-Troll, den hatte ich damals, als ich wieder eingestiegen bin ins Magic-Universum und wieder halt Magic gespielt habe, auf meinem ersten Pre-Release war, halt zu Return to Ravnica. Da habe ich den Loll-Troll tatsächlich in meinem Booster gezogen und habe mich dann, hatte mich halt vorher schon dazu entschieden, dass ich halt Golgari spielen will und habe mich dann aber irgendwie so ein bisschen in diese Gilde verliebt, könnte man sagen. Also diese Mechanik, dass es halt immer mit dem Friedhof interagiert und ja, also halt so ein bisschen leicht düster angehaucht ist das Ganze. Und man sieht es ja auch am Artwork vom Loll-Troll und irgendwie an ein Kinderspiel denkt, sondern hier bei dem Artwork sieht man schon, dass Magic also jetzt eher vielleicht für ein etwas älteres Publikum gedacht ist. Und genau, also deswegen, der Loll-Troll, den habe ich mir jetzt rausgesucht aus meiner Sammlung, um sozusagen ihn den Return to Ravnica-Block repräsentieren zu lassen. Er hat ziemlich coole Fähigkeiten und ich spiele ihn auch immer noch heute ziemlich gerne. Ja, zum einen hat er Trampel, was ihn schon mal ganz gut macht. Dann kann man ihn größer machen, indem man Kreaturenkarten aus der Hand abwirft, um so Plusmarken auf ihn raufzulegen. Und man kann ihn auch noch regenerieren. Ja, also der ist schon eine ziemliche, also ist jetzt nicht so eine krasse Maschine wie das Gitrog-Monster oder Kenris oder so. Aber er ist schon ziemlich gut und wenn man also irgendwie ein Deck spielt, was auch mit dem Friedhof irgendwie synergiert und vielleicht ein paar Reanimator-Sachen mit drin hat, dann und natürlich auch mit Grün und Schwarz spielt, dann sollte man, finde ich, schon immer in Betracht ziehen, den Loll-Troll auch mit einzubauen. Kann er auch schon mal recht gefährlich werden für den Gegner und dank Trampel und Regeneration ist er auch noch ziemlich hartnäckig und kann halt nicht so einfach weggejumpt werden von irgendwelchen 1-1er-Tokens. Und kann halt auch nicht so leicht zerstört werden, da man ihn ja gut am Leben halten kann mit der Regenerationsfähigkeit. So viel eigentlich auch schon zu der Karte aus meinem Lieblingsset. Ja, das war jetzt nicht nur mein Lieblingsset, sondern auch eine meiner liebsten Karten aus diesem Set. Ja, viele verbinden mit Return to Ravnica wahrscheinlich eher den Cyclonic Rift oder auch die Shocklander, die ja dort ihren zweiten Print hatten. Und die mag ich natürlich auch sehr gerne, die Karten, aber bei mir ist es halt immer so alles so ein bisschen mit der Golgari-Gilde verbunden. Und ja, so habe ich halt für heute diese Karte ausgewählt. Lasst mich doch gerne wissen, was ist euer Lieblingsset? Was mögt ihr für Karten speziell aus eurem Lieblingsset? Ich glaube, sehr beliebt ist ja auch Lorwyn als Set und der ganze Innistrad-Block, der erste. Ja, die sind ja auch ziemlich beliebt und auch der Karne-Block, da gibt es auch ziemlich coole Sachen. Die mag ich also auch, diese drei Sets mag ich auch ganz gerne. Morgen geht es weiter, dann an Tag 20. Da geht es um meine Lieblings-White-Border-Karte. Ja, also eine Karte mit weißem Rand, die ich sehr gerne mag. Meine Lieblings-weißrandige Karte. Und hier muss ich mal schauen, für welche ich mich entscheide. Ich habe da schon eine im Sinn, die ich sehr gerne spiele und muss jetzt halt nur noch überlegen, ob es die dann letztendlich auch wird, weil so viele weißrandige Karten, muss ich gestehen, habe ich jetzt bis auf Basic Länder eigentlich nicht in meiner Sammlung. Habe halt einen großen Teil damals, als ich mit Oldschool-Spielen aufgehört habe, dann auch verkauft,
von den Unlimited-Sachen. Ja, sonst wäre es jetzt vielleicht die Chaos Orb geworden, aber da ich sie halt nicht mehr habe, werde ich sie nicht nennen. Ja, ich will jetzt halt bei der Challenge versuchen, immer nur Karten zu nehmen, die ich auch tatsächlich besitze. Ja, also seid gespannt auf morgen. Ich bin selber gespannt und freue mich, euch dann eine kleine Story zu der Weißrandigen, zu meiner Lieblingsweißrandigen Karte erzählen zu können. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer, liked das Video, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Channel. Ich verabschiede mich für heute. Liebe Grüße, euer Abedon.